Ich möchte einfach nicht, dass ein Bild von mir in irgendeiner WhatsApp-Gruppe landet und... Okay, one take, ne? Ich mach kurz mal auf lautlos. Hallo ihr Lieben, heute mal ein Uncut Real Talk Video, also kein Schnitt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Lust habe zu schneiden oder so, sondern ich will es einfach 100% real, einfach drauf losreden. Ich habe ja da keine Stichpunkte, hätte ich vielleicht machen sollen, wenn es schon ungeschnitten ist, aber egal. Auf jeden Fall hatte ich letztens bei Twitter etwas gesehen, und zwar, dass irgendeine Hollywood-Schauspielerin gesnappt wurde heimlich von einer Person, und die Person wurde von ihr zurückgesnappt. Und das heißt also, du bist Fan, du gehst auf Snapchat, guckst dann nochmal von der Schauspielerin auf ihr Snapchat, auf ihre Snapchat-Story, und hat sich quasi selbst gesehen, weil sie gemerkt hat, sie wird heimlich gefilmt, und sie hatte dann quasi zurückgesnappt. Und sie war dann so, okay, jetzt habe ich mich total erwischt gefühlt. Und ich hatte das irgendwie retweetet, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt hatte. Das ist jetzt leider ein Uncut-Video, sonst würde ich jetzt mal schnell gucken. Aber ich meinte einfach, dass ich das irgendwie krass finde, dass man irgendwie Leute heutzutage einfach filmt oder fotografiert. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich YouTuberin bin und ungern nach Fotos gefragt werde. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr mich irgendwo seht, nach einem Foto fragen. Ich habe noch nie Nein gesagt. Es geht um was ganz anderes, nämlich generell um diese Kultur, alles zu snappen, alles zu fotografieren, was man sieht. Ungefragt, einfach draus los snappen, wenn ihr irgendwas seht, und dass dann irgendwelche Memes entstehen oder Memes oder wie es ausgesprochen wird, diese Meme-Kultur im Internet ist einfach mega krass, und ich möchte mich einfach mal mit euch jetzt austauschen. Ich weiß, Real Talk-Videos werden nicht krass geklickt, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder, der jetzt irgendwie zuschaut, mit mir in den Kommentaren mal ein bisschen diskutiert. Ich werde auf jeden Fall auch einiges dazu sagen und fleißig mitkommentieren. Mir geht es nämlich einfach darum, dass ich das irgendwie moralisch nicht vertreten kann, fremde Leute zu fotografieren. Ich sehe teilweise auch lustige Dinge, und ich habe letztens erst ein süßes altes Pärchen gesehen, so Omi und Opi, und die sind so zusammengelaufen und es sah mega süß aus, und ich wollte unbedingt ein Foto machen und das so auf romantisch meinem Mann schicken und sagen, wir in ein paar Jahren, aber ich habe es nicht getan, weil ich es moralisch nicht vertreten kann, fremde Menschen zu fotografieren oder zu snappen oder zu filmen. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie zwei Arten von Menschen gibt. Entweder so, hä, ist doch alles okay, ist ja nur für mich. Oder nee, die halt genauso denken wie ich, nee, das ist nicht in Ordnung. Wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dieses Video machen zu wollen, ist nämlich, dass ein Mädchen darauf eingegangen ist und gesagt hat, hä, ist doch nichts Schlimmes, ich fotografiere auch Leute, das ist ja nur für mich. Und dann habe ich es halt überspitzt dargestellt. Ich wollte sie absolut nicht bloßstellen, aber ich habe es nochmal überspitzt dargestellt und retweetet und meinte, ey, du möchtest doch bestimmt auch nicht, weil es war ein junges Mädel, und ich meinte, du möchtest doch auch nicht, dass ein alter Mann Fotos von dir auf dem Handy hat, auch wenn es nur für ihn ist, so wie du sagst. Es ist ja nur für mich. Und ich weiß nicht, ich glaube, es kommt irgendwie mit dem Alter, dass man irgendwann reflektiert genug ist und darüber nachdenkt und sagt, ja, okay, stimmt, ist irgendwie vielleicht nicht so cool. Aber ich sehe einfach rot, wenn ich zum Beispiel Memes oder Memes, wie auch immer es ausgesprochen wird, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie das Wortlaut und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall finde ich das krass. Bei mir hört es auf, wenn ich irgendwie sehe, dass Leute, keine Ahnung, irgendeine Hausfrau, ich nehme einfach irgendein Beispiel, irgendeine Hausfrau snappen, die eventuell sich, keine Ahnung, einmal die Woche die Haare wäscht, alles für ihre Kinder tut, alles für Haushalt und wirklich alles alleine stemmt, mehrere Kinder hat, jeden Morgen aufsteht, die Kinder für die Schule fertig macht, für Kindergarten fertig macht, Essen fertig macht, Haushalt, Wohnung, alles tipptopp, eventuell noch arbeitet, und so jemand wird dann irgendwie verarscht im Internet oder fotografiert und ins Internet gestellt, ungefragt. Und es wird sich einfach darüber lustig gemacht, weil sie, keine Ahnung, nicht Yeezy Season 3 trägt oder so. Und da hört es bei mir einfach auf. Ich finde, wer bist du, über irgendjemanden zu urteilen, weißt du? Und weißt du, guck mal, ich rede schon so, als würde ich mit jemandem reden. Kamera ist immer noch an. Ich check's gar nicht. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ich jetzt irgendwie übertreibe, aber ich finde es nicht cool. Ich finde auch den Gedanken nicht cool, wenn ich darüber nachdenke, dass jemand sich irgendwie über meine Mutter lustig macht und die heimlich snappt, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, wegen irgendwas, oder sie irgendwie in der Bahn ist oder irgendwer in der Bahn ist. Stell dir mal vor, deine Schwester ist in der Bahn oder deine Mutter oder dein kleiner Bruder, was auch immer. Und keine Ahnung, weißt du, da ist dann eine Frau in der Bahn und die wird dann gesnappt und dann kommen so lustige Emojis, die in ihr Gesicht, ich wollte gerade gefotoshoppt sagen, ins
Gesicht gesnappt werden, also so Emojis, die so ein bisschen anrüchig sind, so, ne, keine Ahnung, eine Banane in dem Mund oder irgendwas oder eine Zucchini oder hast du nicht gesehen, Aubergine. Gibt's überhaupt eine Zucchini? Nee. Ist ja auch egal. Sushini. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jetzt denken alle so, warum hat sie es so ausgesprochen? Ist egal. Ja, finde ich irgendwie nicht so cool. Ihr wollt auch nicht irgendwie heimlich gesnappt werden, gehe ich zumindest stark davon aus. Also warum machen Menschen sowas? Also ist man einfach nur nicht reflektiert genug? Denkt man nicht darüber nach? Macht man einfach? Ich verstehe es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass keiner möchte, dass die kleine Schwester heimlich gesnappt wird. Oder es kommt auch ganz oft vor, dass man das irgendwie unbewusst macht und gar nicht merkt und irgendwie, keine Ahnung, ein süßes Kind snappt, weil es süß ist. Und ich denke mir so, ich weiß gar nicht, ob die Mutter möchte, dass du da gerade snappst oder... Oh, es wird gerade total dunkel. Moment. Zack. Ich weiß gar nicht, oder die Mutter oder das eigene Kind. Das Kind kann ja nicht sagen, ey, snap mich oder snap mich nicht, wenn ich, keine Ahnung, wie alt ist man da? 3, 4 oder so. Zumindest weiß man nicht, was das alles ist. Das checkt man ja alles gar nicht. So, dann denke ich mir mal so, ja, ist zwar cool, dass du jetzt irgendwie ein Kind snappst, aber will das Kind das überhaupt? Will die Mutter das überhaupt? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach so diese Kultur, die irgendwann so gekommen ist mit dem Internet zusammen und ja, ich weiß nicht, also sorry, falls es jetzt zu unstrukturiert ist, aber das sind gerade so diese Gedankenflüsse, die ich habe, wenn ich an sowas denke und ich finde es halt auch nicht cool, weil ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn man zum Beispiel auch typisches Twitter-Meme-Ding, ein Mädchen im Bus, relativ korpulent, ne, ein bisschen breiter gebaut und ja, hat so, da guckt so ein Speckröllchen raus und dann ist da irgendein Meme darüber und ich denke mir so, okay, wie muss es sein, dieses Mädchen zu sein und wie muss es sein, in dem Umfeld dieses Mädchens irgendwie zu sein und du siehst auf einmal, dass dein Bild irgendwie 10.000 Mal retweetet wird und Leute sich darüber lustig machen. Klar, ich bin auch auf Twitter unterwegs, ich mache mich auch über mich selbst lustig, ich mache mich auch über Dinge lustig, aber ich finde, es ist ein schmaler Grat zwischen lustig sein und lustig sein auf Kosten anderer und jemanden zu beleidigen oder beleidigend zu sein, zu wirken. Und ich werde immer dunkler, weil das Licht... Moment. So, ja. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das findet. Habt ihr darüber überhaupt schon mal nachgedacht? Oder denkt ihr da ständig drüber nach und seid derselben Meinung? Oder denkt ihr so, hä, nee, okay, Edda, chill mal, komm mal runter. Ich möchte mindestens 1000 Kommentare, Leute. Ich weiß, wie gesagt, Real Talk-Videos werden nicht krass geklickt, aber ich möchte, dass die Leute, die es auf jeden Fall sehen, mit mir diskutieren in den Kommentaren und wie ihr das einfach seht. Ob ich da übertreibe, ich weiß nicht. Ich bin auch aber mit so einer Snapchat-Kultur auch gar nicht groß geworden. Klar, ich benutze gerne Snapchat. Snapchat ist jetzt auch nur eine Plattform. Ich meine, Meme oder Nein-Gag ist ja auch so eine Seite, wo dann auf einmal Bilder auftauchen. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich meine, sind so Memes, ist das so, dass man Leute fragt und dann irgendwie das online geht oder nicht? Oder keine Ahnung, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, es fängt hier gerade richtig krass an zu rücken, deswegen kann ich mich gar nicht konzentrieren. Deswegen wurde es auch immer dunkler, wie man sieht. Und es hagelt, das heißt, es kann sein, dass jetzt auch der Ton ganz schlecht wird. Aber so ist das nun mal. Uncut, real, 100% real. Ja, auf jeden Fall möchte ich jetzt auch nicht, dass ihr jetzt großartig mir dabei zuschaut, wie ich nachdenke. Ich habe bestimmt 100 Sachen vergessen, aber ich glaube, so das Wichtigste habe ich gesagt. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich werde da auf jeden Fall auch mit diskutieren und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir auch auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr mehr davon wollt oder ob ihr denkt, ja, Edda, ganz ehrlich, du bist einfach nur zu faul und willst nicht schneiden. Also damit hat es wirklich nichts zu tun. Ich könnte das Video jetzt auch gerne nochmal drehen und dann wirklich clean Cuts reinmachen und kein Einatmen und so, sondern einfach nur 10 Minuten durchrattern und quatschen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange rede ich. 9 Minuten 12 steht hier. Ja, gut, ich möchte nicht lange drum herum reden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kann ich ganz, ganz gern weiterhin... Oder ich mache ein Format draus. Ich weiß nicht, Uncut, Real Talk, 100% Real Shit. Weiß ich nicht. Kann ich machen... Kann ich auch nicht, ich mache eh, was ich will. Aber trotzdem, schreibt in die Kommentare, ob ihr da Lust habt oder nicht, weil es macht natürlich mehr Spaß, wenn ihr da auch Bock drauf habt und nicht nur ich hier meine eigene Party auf YouTube feiere. Und ja, bis dann. Tschüss.